So, eine wundervolle neue Woche, neuer Weekly Blog. Und was für ein Wetter. Ich meine, die Sonne im Herzen, bla bla bla. Aber das Wetter unglaublich. Ich habe eben gemerkt, die eine Jacke, die ich habe, die ist nicht wasserfest, wasserabweisend. Ich hatte noch ein T-Shirt drunter, es war alles pitch-patsch nass. So viel regnet es draußen. Harrison hat es auch komplett zerstört. Ja, der habe ich gerade eben nochmal abgeduscht. Auf jeden Fall euch allen eine tolle neue Woche. Let's go. Ich gehe jetzt hoch ins Büro, schmeiße den ersten Stream an und dann wird noch was geschafft. Genau, let's go. Und natürlich erstmal die Bottle voll machen. Und da schepper ich mir jetzt noch L-Arginin rein und gut ist. Hier ist noch ein legal Käffchen, forevermore. Montag ist ja immer viel Schaffi, Schaffi. Eben raus aus dem Livestream, jetzt fahre ich rüber zum Wertstoffhof, diese Kartonage entsorgen. Klar, wir haben eine riesengroße Mülltonne, aber zwei Parteien machen die auch gut schnell voll und ich kann nicht laufen von Bestellungen, dies, das, die Kartons damit mit beilegen. Deswegen fahre ich die einmal gesammelt jetzt rüber auf den Wertstoffhof. Und maybe schaffe ich es heute noch. Und zwar hole ich mir beim Großvater ein Ergometer ab, weil ich einfach zu wenig Bewegung habe. Klar, warum gehst du nicht ins Studio, kannst laufen, was weiß ich nicht, ja. Aber bei dem Wetter ist es überhaupt nichts für mich. Studio auch erstmal gar nicht für mich, kommt es in Betracht, mich dort anzumelden. Und des Weiteren, wenn ich dann den Ergometer zu Hause habe, kann ich mal morgens schnell mal eine halbe Stunde, abends noch mal eine halbe Stunde drauf, sodass ich halt eben da ein bisschen was mache, ne? Ich habe schon nachgeschaut nach so einem Walking Pad, wäre auch richtig toll. Ich habe ja eh den elektrischen Schreibtisch zum Hoch- und Runterfahren, kurz hochgefahren, ein bisschen gelaufen und sowas und dann wieder eingeklappt, das Ding oder weggeschoben. Ja, aber ich denke mal, der Opa braucht den Ergometer nicht mehr. Da hat er gesagt, nimm einfach mit. Und da denke ich, dass man da schon mal wieder ja, gut was machen kann zu Hause. Mann, was für ein trübes Wetter. Also, das habe ich definitiv nicht vermisst. Ja, da drüben auch nur ein Level auf dem Berg. Harrison. Ja. Heute gibt es ein paar Frikadelle, Gemüse, Kartoffelpüree wird noch gemacht. So, Unterhaltung, Dave Chappelle, jawohl. So, Kinas, ich hab's endlich wieder geschafft. Ich war beim Friseur. Leider habe ich meinen Liebsten Alim heute wieder nicht angetroffen. Da muss ich mich noch mal melden, was bei dem so los ist. Weil der war jetzt, wie gesagt, über 5 Wochen, glaube ich, unten in Ankara im Urlaub bei der Family. Aber wie dem auch sei, der andere Kollege macht das auch ziemlich ganz gut. Die Kurazana, ihr fahrt doch alle wie blöd. Ich schwöre es, hier im Hemshof zu fahren, in Ludwigshafen hier, schlimm. Also, jetzt geht's los. Einmal zu einem nach Hause, Jenny abholen, Harrison abholen und dann fahren wir nach Kaiserslautern. Wollten noch die Family Köy besuchen, da gab es nämlich tolle neue Nachricht, es gab Nachwuchs. Und ansonsten hoffe ich, dass bei euch das Wetter wesentlich besser ist. Gefühlt seit 3 Tagen regnet es hier durch. Ohne Punkt, ohne Komma. Jetzt fängt es eben wieder an zu regnen. Ja, also. Kinas, es wird immer konkreter. Jetzt habe ich endlich einen Ergometer rübergeholt und endlich kann ich wirklich morgens und abends meine Cardio-Einheit mache, so wie ich mir das vorstelle. Harrison ist auch schon am Begutachten. Also ob das jetzt der finale Platz ist, weiß ich nicht, aber da hinten habe ich auf jeden Fall noch eine Steckdose mäßig. Und hier kann ich dann auch wahlweise ein Tablet drauf machen oder den TV hier laufen lassen für ein bisschen YouTube-Beschallung. Ich denke, das wird gut. Ich denke, so kann man das machen. Ja, da kann ich nicht gescheit Geschenke einpacken. Hey. Ja, so sieht's aus, Alter. Voll die Bobbe. So, es ist wieder Zeit zum Backen. Und zwar backe ich heute
eine Regenbogentorte, weil sich das die Kate so gewünscht hat. Die hat nämlich morgen Taufe. Und jetzt nehme ich euch mal mit. Das ist das Rezept von Kikis Kitchen, wobei ich das Rezept für die Torte etwas abwandeln werde, muss ich auch dazu sagen. Weil, ich zwar, sage ich mal, das Innenleben mache wie bei der Regenbogentorte, aber alles andere wird ein bisschen anders, aber ich nehme euch ja mit, dann werdet ihr es auf jeden Fall sehen. Also als erstes gebe ich jetzt mal hier Eier rein, 6 Stück. Und dann kommt noch Zucker und Vanillezucker mit hinzu und dann wird das Ganze 4 bis 5 Minuten schaumig geschlagen. So, Zucker mit hinzugeben. Also es waren 180 Gramm Zucker, 6 Eier und jetzt kommt noch Vanilleextrakt, eine ordentliche Portion hinzu. Und dann wird es 4 bis 5 Minuten schaumig gerührt. So, jetzt geben wir 300 ml Fanta hier mit dazu. Also das kommt dann auch später mit zum Teig. Aber jetzt kommt es erstmal in die Schüssel separat, weil die Eier ja noch aufschlagen. Und zwar 300 ml Fanta und 280 ml Raps- oder Sonnenblumenöl, je nachdem, was ihr da habt. Würde ich die Waage erstmal wieder auf Null machen. Genau, also ich gebe das Öl hier gerade auch mit dazu. Und dann später abwechselnd mit den trockenen Zutaten zum Teig. Dann noch 440 Gramm Mehl hinzugeben. Und 2 Teelöffel Backpulver. Dann noch 2 Teelöffel Backpulver. So. Der Teig wurde jetzt auf diese 6 Schälchen hier verteilt. Und jetzt wird in jeden einzelnen quasi Lebensmittelfarbe, in Regenbogenfarben eingerührt. So, ist jetzt alles eingefärbt. Jetzt füllen wir das hier in so eine Springform, also in 6 verschiedene solche Springformen ein. 15 Minuten bei 180 Grad müssen immer 2 Böden backen und dann geht's weiter. So, hier wird jetzt die Swiss Meringue Buttercream gemacht. Das ist Eiweiß, 6 Stück, plus 250 Gramm Zucker, 8 Minuten über dem Wasserbad schlagen, 20 Minuten abkühlen lassen, 10 Minuten mit der Küchenmaschine aufschlagen, bis Baiser entstanden ist, dann 425 Gramm Butter hinzugeben und das Ganze nochmal 15 Minuten schlagen. Für die Füllung wird jetzt 700 ml Sahne erstmal mit Sahne fest steif geschlagen. 500 Gramm Mascarpone mit 250 Gramm Quark, 60 Gramm Puderzucker, einem Päckchen Bio-Zitrone und etwas Sahne steif mischen. Und hier ist die untergehobene Sahne, die wird dann nochmal untergehoben. So, 60 Gramm Puderzucker, ein Päckchen Zitrone rein, noch ein Päckchen Sahne steif und dann kann es losgehen. So, jetzt wird das Ganze geschichtet. Ich klebe hier auf so einer Pappe den ersten Boden etwas fest. Ich fange mit Lila an. Der ist mir jetzt hier ein bisschen gerissen, aber ist nicht so schlimm. Und jetzt wird er gleich mit Aprikose eingeschmiert und dann die Creme drauf. So, Aprikosenmarmelade so ein bisschen. Wird verstrichen. Jetzt kommt Creme drauf. Hier so einen hohen Sportring drüber. So sieht es jetzt aus. Quasi gestapelt. Wird jetzt aber noch komplett eingestrichen. So, jetzt habe ich die Torte mit Buttercreme eingeschmiert. Die wird jetzt über Nacht gekühlt. Und morgen wird sie dann dekoriert. Also Jenny hatte hier eine glorreiche Idee, initiiert von der Familie Curry. So Earwax Remove Kerzen, Ear Candles zu besorgen und die putten mir jetzt einfach mal in meinen Schädel rein. Also ich bin nicht, ich weiß nicht, ob das was wird. Ja, wie muss ich das so reinstecken? Ja, muss schon reinstecken. Wie denn? Hey, ins Ohr, nein. Hä, sag mal, du weißt doch, wo mein Ohr ist. Genau so. So. Ja. Au, nicht so viel. Sag mal.
Und jetzt stecke ich das an. Jetzt muss ich es anzünden, warte mal. Da muss ich es so heben. Guck mal, was zum Löschen, falls was passiert. Ja, ich habe doch hier Wasser. Ja. Heb mal kurz fest. Ist es normal, dass es so brennt? Ich glaube, ja. Das ist komisch. Ich weiß nicht, ja, geht. Candle is about 8 minutes and 30 seconds. When it is close to the warning line, please. Also Kinders, irgendwas ist hier drin, ne? Aber es ist auf jeden Fall kein Ohrenschmalz, weil wir haben noch dieses Gerät, dieses, wie nennt man das, endoskopmäßig. Ja, das kannst du mit dem Handy koppeln, mit einer Leuchte. Und dann kannst du ins Ohr rein quasi und es sieht so aus wie vorher. Also keine Ahnung, vielleicht ist es dann wirklich das Papier, was hier verbrennt. Und dann hier, keine Ahnung, ja, das ist auch nicht so, es sieht zwar aus, als wäre das hier irgendwie Ohrenwachs, aber es ist es nicht. Naja. Wieder was gelernt, wieder was ausprobiert, wieder das Geld aus dem Fenster geschmissen. Ich weiß, es ist immer viel Technikkram irgendwie hier drin, aber ich habe für das Mikrofon noch einen Popschutz besorgt. Und ja, gucken wir mal kurz, ob das funktioniert, wie das funktioniert, wie das aussieht, ob das Sinn macht. Weil ich habe manchmal so wirklich das Gefühl bei den Aufnahmen, dass dieses Pss, Pss, Pss und Pup, Pup wirklich noch ein bisschen ja, prägnant ist, ne? So. Gucken wir mal. So sieht das Ganze aus. Ich hätte es gerne in Schwarz gehabt. Aber Schwarz hatte irgendwie Lieferzeiten von 6 bis 8 Wochen. Keine Ahnung warum. Obla. Stülpe ich das jetzt einfach so? Nee. So, müsste das passen? So, sollen wir mal schnell eine Testaufnahme hier gemeinsam machen. Also ich versuche es irgendwie mit euch. Da ist mal das OBS hier gerade an. Check. Hallo. Okay, ich sehe hier auf dem Controller, dass der Ausschlag schon ein bisschen geringer ist. Das hat aber nichts zu heißen. So. Warte mal, jetzt habe ich hier auf Aufnahme gedrückt. Jetzt machen wir hier mal eine Testaufnahme. Check. Hallo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hallo. Ausschlag ist immer noch sehr gering. Aber ich denke, das wird eine gute Aufnahme. Vielleicht auch nicht. Werden wir dann gleich sehen. Jawohl. Aufnahme beenden. Gucken wir mal. Ich habe Aufnahme gedrückt. Hey. Jetzt machen wir hier mal eine Testaufnahme. Check. Ist gut, alle. Hallo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hallo. Ausschlag ist immer noch sehr gering. Aber ich denke, dass wir... Das kann man machen, alle. Vielleicht auch nicht. Das hat mir die Jenny noch mitbestellt. Ich war erst verwundert, was ist das hier? Mario, ne? Damit kriegt man mich ja eh immer. Aber das ist irgendwie so ein Piece. So ein Teil, wo man jetzt noch die Figuren dazu kaufen könnte, quasi ein aus dem Schloss. Und hier haben wir noch Figuren wie der Hammerboy oder wie der heißt. Und auch hier der der kleine Sohn vom Bowser. Auf jeden Fall kann man sich da so diese Szene zusammenstellen aus dem Schloss. Richtig nice. Und so sieht das ganze Ding aus. Ein paar Donuts, Macarons. Schön. Steht die alle für den Papa?
Ja, und auch heute gibt es wieder was Leckeres hier am Sonntag. Sowas, ich würde sagen, aus der Region. Da mache ich uns ein Hasche, ein Rinderhack-Hasche mit einem Gurkensalat, Gurkenschmandsalat. Und da habe ich hier die Gurken schon, wie sagt man, gerieben, ja, so mäßig, dann mit Salz eingelegt, das lasse ich jetzt ziehen, dann werden die ausgedrückt, also das Wasser ausgedrückt, Schmand hinzu, Essig, Öl, bisschen Senf, dies, das, ja. Und die Champignons hier sind quasi die Basis für das Hasche, klar, die kann man auch weglassen, hier drüben ist das Fleisch, dazu kommt noch ein bisschen Rinderbrühe, ja, Gewürze nach Gusto, also Pfeffer, Salz, dies, das. Und dann ab dafür noch ein paar schöne Nudeln. Noch gar nicht, welche ich jetzt dazu nehme. Für den Opa, der mag Spaghetti nicht so, wegen dem, ne, wie er es halt zu greifen hat. Ich denke, ich nehme so ein paar Tagliatelle. Nee, eine Tagliatelle. Wie heißen sie? Die Rigatoni. Genau. Gleich mische ich einfach. Hier habe ich noch ein paar restliche Dinkelmakaroni. Was haben wir hier noch? Ja, diese hier. Ja, mal gucken. Kann man 50-50 mischen. Let's go. Die Champignons habe ich jetzt raus, beiseite. Jetzt das Fleisch rein, schön breit gefächert. Und dann kommen Stück für Stück noch die Tomaten dazu, Knoblauch dazu, Tomatenmarkenschuss. Und ja, so wie das Ganze halt eben jetzt schön gekocht, angebraten vielmehr. Und dann kommt die Rinderbrühe dazu, der Rinderfond. Und dann muss man eigentlich nur noch abschmecken und let's go. Ja, Nudeln gleich ready. So ist es eh schon ready. Dann kommen wir hier. Wie fein. Und dazu habe ich mir noch einen Snack in der Zwiebel gepelt. Hier wird jemand dazu gesnackt. Also, das mache ich so. Hasche Express ist unterwegs. Hier ist schon alles gedeckt. Gurkensalat mit Dillspitzen. Hier die Nudeln und natürlich die Soße. Und für mich die Zwiebel.